Hallo liebe Leser und Zuschauer, wir schauen uns heute mal Sekiro Shadows Die Twice an, das ist das neue Spiel von From Software. Ist wie Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, ebenfalls ein Souls-like, die haben ja quasi ein eigenes Genre definiert mit ihren Spielen. Unterscheidet sich aber auch ein bisschen spielerisch, also spielerisch ist es deutlich beweglicher und geschmeidiger oder schneller als die Vorgänger, die indirekten Vorgänger. Uns hat sich auch was auf grafischer Seite getan und da gucken wir heute mal besonders drauf. Also ihr seht es hier schon im Hintergrund laufen, ist hier in Full HD mit einer RTX 2080 Ti dargestellt. Hier oben haben wir den Afterburner eingeblendet mit den ganzen Daten. Es ist kein sehr anspruchsvolles Spiel, hat aber so ein paar kleine Auffälligkeiten, auf die wir nochmal zurückkommen werden. Wenn ihr da mal in den Hintergrund schaut, das feudale Japan, das Samurai-Szenario ist wirklich hübsch umgesetzt. Also das im Hintergrund ist tatsächlich auch alles Geometrie. Die Engine wurde auch leicht verbessert. Das ist die gleiche, die auch in Dark Souls 3 zum Einsatz kam. Allerdings jetzt mit ein paar kleinen Verbesserungen, Optimierungen. Es wurde auch das physikbasierte Rendermodell offensichtlich so ein bisschen verbessert oder die Beleuchtung bzw. die Interaktion zwischen den beiden. Also es sieht ein bisschen feiner aus und ein bisschen realistischer. Liegt vielleicht auch halt ein bisschen an dem Szenario, aber ich würde sagen, da sind auch noch ein paar Optimierungen eingeflossen. Außerdem gibt es jetzt ein TA, was ich ziemlich gut finde, weil so gerade die Dark Souls-Teile, die waren mit ihren starken Kontrasten halt doch relativ flimmeranfällig. Es ist jetzt kein TA, das wirklich alle Kanten ganz fein erfasst. Also hier in den Grashalmen könnt ihr zum Beispiel sehen, da ist noch so ein bisschen Pixelation. Allerdings bleibt das Bild deswegen auch relativ scharf. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man das TA einschaltet, dass es aussieht, als würde man eine Auflösungsstufe runtergehen oder so. Manche sind da ja ein bisschen aggressiver. Also das Bild ist immer noch schön knackig. Der Detailgrad ist auch relativ hoch. Die Texturen sind relativ hoch aufgelöst. Wobei mir persönlich fehlt da so ein bisschen die Tiefe. Die sehen alle so ein bisschen flach aus. Und die Level sind auch teilweise ein bisschen kantig. Aber wie gesagt, es ist halt jetzt auch nicht das technische Aushängeschild oder sowas. Sekiro und die Souls-Likes generell, die gehen ja eher über die Performance-Optik und das Art-Design, transportieren die so ihre Atmosphäre. Und das ist hier auch wieder sehr schön gelungen. Was auch wieder drin ist, ist das Havok-Physik-Modell. Das kennt man ja auch schon aus den Dark Souls-Teilen, also auch die die Umgebungen sind relativ gut zerstörbar. Neu ist außerdem hier so das Modell von den Pflanzen oder Vegetation. Da kann man sich jetzt auch drin verstecken und Gegnern auflauern. Und hier sieht man vielleicht auch ganz schön so eine leichte Licht- und Schatten-Effekte. Also da ist auch so ein kleiner GI-Ansatz drin, der hier so eine leichte Farbübertragung auf diese Wand macht. Außerdem wird die sehr schön verschattet. Also die Umgebungsverdeckung ist auch relativ fein. Es sieht schon wirklich ganz gut aus. Allerdings, es gibt auch so ein paar kleine Macken und einer davon habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr oben in die Ecke geguckt habt. Wir haben eine 2080 Ti drin, das ist Full HD. Selbst bei maximalen Details sollte die natürlich viel mehr als 60 FPS schaffen. Da ist ein Framelock drin und das Framelock kommt außerdem noch zusammen noch mit V-Sync. Und das ist ein Triple Buffer V-Sync, also ist die Eingabelatenz dadurch relativ stark erhöht. Mit einer Nvidia-Karte könnte man jetzt einfach in den Nvidia-Inspektor gehen und V-Sync ausschalten. Dann ist zwar das 60 FPS-Lock noch drin, aber das V-Sync geht aus, also hat man dann eine direktere Eingabe. Allerdings hat man dann auch tatsächlich meistens einen Tear, der genau mitten durch die Bildmitte geht und entsprechend störend ist. Man kann die Bildraten allerdings auch freischalten. Dazu gibt es ein inoffizielles Tool. Das schauen wir uns jetzt mal an. Allerdings ist das nicht alles positiv, weil dann kommt die Engine so ein bisschen aus dem Tritt. Aber wir haben das natürlich trotzdem zu Menschen genommen, weil sonst wäre es ein bisschen witzlos. Dann würden nämlich alle Karten oder fast alle Karten zumindest in Full HD auf 60 FPS kommen und Pi mal Daumen die gleiche Leistung abgeben. Wenn ihr hier oben außerdem nochmal hinguckt, könnt ihr auch sehen, dass unsere Speicherbelegung gerade mal bei 2,4 GB liegt. Also ein Speicherfresser ist das Spiel auch nicht. Ihr könnt außerdem sehen, dass unsere arme RTX sich schon ziemlich stark runtergetaktet hat. Die läuft hier nur mit 1200 MHz. Mehr braucht sie in der Szene auch nicht. Und unsere CPU dümpelt so zwischen 15 und 20% rum. Also die ist auch nicht so stark belastet. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wenn wir die Bildraten freischalten. Und dann schauen wir auch gleich nochmal, wie das mit ein paar nicht so ganz so potenten Karten funktioniert. Weil Sekiro lässt sich tatsächlich schon auf
Mittelklasse-Karten oder etwas älteren GPUs sehr flüssig spielen. So, hier seht ihr den Sekiro FPS-Unlocker. Den könnt ihr unter anderem auf der Steam-Community-Page runterladen, unter GitHub oder auf dem Nexus. Hier oben könnt ihr angeben, welches FPS-Lock ihr nutzen wollt. Für unsere Benchmarks nehmen wir 0, wir schalten die Frameraten also komplett frei. Ihr könnt außerdem zusätzliche Auflösungen integrieren, darunter fallen auch zum Beispiel 21:9 Auflösungen. Außerdem könnt ihr den FOV noch ein bisschen verändern. Wir lassen das jetzt aber alles mal, wir hacken das Spiel nur, soweit es nötig ist, um die Performance zu analysieren. Und das ist im Prinzip das Einzige, was ihr machen müsst. Wenn ihr jetzt aber das VSync noch abgeschaltet haben wollt, dann könnt ihr mit der Nvidia hier in eure Einstellungen gehen und hier unten einfach die VSync ausschalten. Das ist eine Option, die mit AMD-Karten nicht funktioniert. Also ist die Bildausgabe da ein bisschen anders. Das muss man ein bisschen drauf achten. Auch wenn ihr unsere Benchmarks anguckt, die sind nicht 1:1 vergleichbar. Die AMD-Karten sind messtechnisch ein bisschen benachteiligt. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie das Spiel ohne VSync läuft und ohne Framelog. Wenn ihr das in dem Tool hier richtig eingestellt habt, so wie ihr es haben wollt, dann braucht ihr das Spiel nur starten. Das Tool erkennt das, wenn das Spiel gestartet wird, und patcht es dann automatisch. Falls das nicht klappt, könnt ihr das auch hier nochmal mit diesem Button machen. Das sollte aber eigentlich jetzt on the fly funktionieren. Wir sind jetzt wieder im Spiel und wie ihr sehen könnt, sind die Frameraten hier oben unlocked. Also wir haben hier knapp 200 FPS. Viel höher wird es auch nicht gehen, weil da tatsächlich schon die CPU ein bisschen limitiert. Das sehen wir auch gleich, wenn wir ein bisschen rumrennen. Aber ich zeige euch jetzt mal unseren Benchmark. Der ist ja relativ am Anfang vom Spiel noch, das Tutorial ist gerade beendet quasi, aber das hier ist noch der Newbie-Bereich, sage ich mal. Also hier sind die Gegner noch relativ einfach. Wir stellen uns hier an dieses Fenster und schauen Richtung diesem Tor und dann starten wir unseren 20-sekundigen Benchmark und laufen hier einfach lang. Ihr könnt zwischendurch mal drauf achten, so auf die Distanzdarstellung, da gibt es manchmal so kleine Aussetzer. Das liegt daran, dass die CPU nicht immer hinterherkommt mit den hohen Bildraten. Hier im Moment hatten wir jetzt Glück, aber das passiert halt hin und wieder mal und dann ploppt eine Textur auf oder ein LOD halt. Und dann ruckelt das Spiel unter Umständen stärker, als wenn ihr das Lock eingeschaltet gelassen hättet. Aber wie gesagt, es läuft jetzt wirklich, wirklich ziemlich gut. Ihr könnt auch sehen, wir haben massig Leistung übrig. Selbst 4K ist mit der Karte kein großes Problem, überhaupt kein Problem. Die erzielt ja locker 60 FPS. Wir schauen jetzt mal, was mit einer ein bisschen schwächeren Karte passiert, die vielleicht auch ein bisschen weiter verbreitet ist. Wir bauen jetzt mal eine RX 570 ein und dann vergleichen wir das Ganze nochmal mit der GTX 79. Ist ja eine beliebte Mittelklasse-Karte gewesen, zumindest. Und schauen da nochmal auf die Performance, ob man das noch spielen kann. Und dann auch mal auf die Speicherauslastung und dann sehen wir uns wieder. So, nun haben wir eine RX 570 eingebaut. Das ist ein Modell mit 4 GB nur tatsächlich. Persönlich würde ich natürlich eher ein 8 GB Modell empfehlen, aber für Sekiro ist das wirklich absolut ausreichend. In Full HD mit dem 60 FPS Lock kann man tatsächlich keinen Unterschied zu der 2080 Ti ausmachen. Also die Performance ist wunderbar und das Spiel läuft auch wundervoll flüssig. Also ist die Karte auch wirklich völlig ausreichend für das Spiel. Zumindest für Full HD. In höheren Auflösungen wird es natürlich ein bisschen anspruchsvoller, aber wir können ja einfach mal gucken. Wir können ja auch gleich mal ins Optionsmenü schauen, weil das ist tatsächlich auch relativ umfangreich geworden. Ist leider ein bisschen knifflig zu spielen, zu steuern, wie man schon sieht mit der Maus. Allerdings ist das schon durchaus ein Fortschritt gegenüber den älteren Souls-Teilen. Also die Maus- und Tastatursteuerung ist schon eine ganze Ecke besser geworden. Allerdings würde ich tatsächlich persönlich starken Gamepad empfehlen für solche Art Spiele. Es steuert sich einfach besser. Also gehen wir mal in die Grafikeinstellungen. Wir konnten mal sehen, wir haben Qualitätseinstellungen aufs Maximum gesetzt. Hier ist noch eine Option für eine automatische Qualitätsanpassung. Das ist anscheinend zumindest kein Upsampling, sondern es wird der Detailgrad reduziert, also Schatten, Umgebungsverdeckung, Effekte, das Depth of Field im Hintergrund.
falls ihr viel zu wenig Leistung habt. Also bei unseren Messungen ist uns aufgefallen, dass bis 30 FPS anscheinend überhaupt nichts passiert und sobald man unter 30 FPS fällt, dann werden die Grafikeinstellungen zurückgesetzt. Das kann man allerdings, wenn man sich das zutraut zumindest, kann man es besser selbst einstellen, dann hat man eine konstantere und saubere Performance. Ihr könnt mal schauen, also es ist relativ viel in diesem Optionsmenü, zumindest für ein Souls-like oder ein Souls-Game von From Software. Ihr habt Einstellungen für Texturqualität und Schattenstufen natürlich. Bei Kantenglättung gibt es nur ein Ein- und Aus, also das TA kann man einschalten oder ausschalten. Die Tiefenschärfe kann man in mehrfachen Stufen konfigurieren oder auch komplett ausschalten. Ich mache es mal aus, damit man vielleicht mal den Unterschied sieht. Also ist wirklich viel drin. Wo man am meisten Performance holen könnte, wäre bei volumetrischen Effekten, Beleuchtungsqualität, Schattenqualität und den Reflexionen. Also falls ihr ein bisschen Leistung braucht, Grafikleistung nicht ausreicht oder so, könnt ihr am ehesten die Stufen ein bisschen runtersetzen und solltet dann eigentlich relativ viel Performance daraus bekommen, ohne dass es wirklich auffällig schlechter aussieht. Aber zum Beispiel, es gibt halt auch Optionen, nicht jeder mag diese Unschärfe in der Distanz hier hinten, also die kann man auch tatsächlich abschalten. Ist dann natürlich die Frage, ob man es in den Zwischensequenzen dann vielleicht nicht doch gerne hätte, dann ist es natürlich ein bisschen blöd, weil man sich für eins von beiden entscheiden muss, also entweder Tiefenschärfe an, dann ist es auch hier hinten an, oder aus, dann ist es allerdings auch in den Zwischensequenzen aus und dann fehlt so ein bisschen dieser filmische Look. Weil die Zwischensequenzen sind tatsächlich ganz schick gemacht. Gut, da sind wir nochmal mit der GTX 79. Dieses Mal ein MSI-Modell, MSI Gaming. Eine sehr beliebte Variante der GTX 79 damals. Und wie ihr auch hier auch sehen könnt, 60 FPS, Full HD, überhaupt kein Problem. Ich kann sogar das Depth-of-Field wieder einschalten und die Performance bleibt gleich. Schauen wir das wieder auf Maximum. Das gilt netterweise fast alles on the fly. Jetzt könnt ihr sehen, jetzt ist es wieder ein bisschen unscharfer. Ihr könnt auch sehen, die Karte läuft mit 1316 MHz. Das ist die Standard-Boost-Frequenz oder die Boost-Frequenz, die wir normalerweise erzielen mit der Karte. Also die wird auch relativ gut ausgelastet, im Gegensatz zu der 2080 Ti jetzt in Full HD. Auch hier Speicher kein Problem. Ungefähr 2,6 GB, da ist also noch reichlich Platz vorhanden. Wahrscheinlich könnte man mit leichten Abstrichen sogar WQHD ganz gut spielen mit der Karte oder vielleicht ein bisschen mit DLSS die Auflösung ein bisschen erhöhen, um das Bild noch ein bisschen zu verbessern. Aber wie gesagt, im Prinzip hat kaum eine Karte Probleme mit Sekiro. Man kann sogar mit einer GTX 1050 Ti schon so langsam anfangen. Die macht dann so 45 FPS, Pi mal Daumen. Also ist das schon wirklich ganz gut. Und die GTX 79, ich habe eben gesagt, die ist tendenziell sogar schneller als die 570, das ist nur so halb richtig. In den letzten Monaten und sowas ist die 79 ein bisschen eingebrochen von der Performance her im Vergleich zu der 570. Also im Normalfall ist die 570 jetzt ein Ticken schneller. Aber zumindest vor einer Weile war die 79 noch ziemlich gut aufgestellt und sie ist es hier in dem Spiel auch noch. Also wenn ihr mit Sekiro liebäugelt, dann braucht ihr nicht unbedingt eine neue Grafikkarte kaufen, wenn ihr schon eine 79 drin habt. Für dieses Spiel ist die wirklich noch sehr gut aufgestellt und da habt ihr auch überhaupt keine Probleme mit in Full HD die 60 FPS zu erzielen und auch zu halten. Von der Technik her kann man also sagen, das Spiel ist tatsächlich ganz gut geworden, vor allen Dingen wenn man die Vorgänger zum Vergleich heranzieht. Also grafisch ist es eine ganze Ecke feiner geworden, das Art-Design ist wieder top-notch, das ist man ja auch schon gewohnt, die Animationen sind klasse, das Spiel fühlt sich gut an, also wenn man es spielt, die Animationen haben alle ein Gewicht, das gut transportiert wird und Timing und Paraden und Ausweichen und sowas funktioniert alles wunderbar. Am besten natürlich mit dem Controller, aber selbst mit der Maus und Tastatur geht das ganz okay. Also ich habe wirklich nicht viel zu meckern an dem Spiel, abgesehen von dem 60 FPS-Log, was man jetzt nicht so toll finden kann, wobei man jetzt auch nicht deutlich mehr als 60 FPS unbedingt brauchen würde bei dem Spiel. Also es reicht, die Gegner sind jetzt auch nicht so schnell, dass man wirklich ultra geschwind reagieren muss. Man muss halt gut timen, aber das wird alles schön vorher signalisiert, also die Angriffe werden gut vorher signalisiert und dann kann man da sehr gut drauf reagieren. Also von der technischen Seite finde ich es jetzt echt ziemlich gut eigentlich.
ein paar kleine Macken hat es natürlich. Das LOD poppt hier und da mal ein bisschen oder hier und da lädt man eine Textur ein bisschen verspätet nach. Aber das sind wirklich alles Kleinigkeiten. Ist eine gute Umsetzung geworden. Es gibt relativ viele Optionen im Grafikmenü. Das Einzige, was ich vielleicht vermissen würde, ist ein FOV-Slider, also für den Bildausschnitt. Und vielleicht noch eine Auflösungsskalierung, damit man per Super Sampling vielleicht noch ein bisschen mehr Bildqualität rausholen kann. Oder falls man Grafikleistung einsparen möchte, dass man vielleicht mit 10-20% weniger Auflösung, also dann halt 10-20% mehr Performance rausholen könnte. Das fehlt, das ist ein bisschen schade, aber ist es jetzt auch nicht wirklich ein Kritikpunkt. Also bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Port und gebe einen Daumen hoch. Das wär's von mir. Bis dann.